Das Gigabyte Booktop M1022G ist Gigabytes neues Netbook und ist mit einem 10 Zoll Display ausgestattet. Es gibt es auch in den Farben Pink, Weiß und Schwarz. Gigabyte hat ein interessantes, schönes Design hingelegt. Große Tastatur, aber doch ein recht kleines Touchpad im Widescreen-Format. Ich meine, es ist zwar größer als das vom Acer Spire One, aber dennoch weiß ich nicht, ob sich darauf gut arbeiten lässt. Das muss dann wohl ein Test dann auch klarstellen. Hier sieht man auch die weiße Version nochmals ausgestattet mit dem Intel Atom N280 Prozessor mit 1,66 GHz. Das ist die neue Version und bietet aber nicht viel mehr Leistung. Und cool ist jedoch, dass sich das Netbook hier in so einer Docking Station reinstecken lässt und man dann sofort auf einem großen Bildschirm weiterarbeiten kann mit einer zusätzlichen Tastatur. Damit wandelt man das Netbook in ein Desktop-PC um und das könnte wirklich ein sehr interessantes Feature sein, das kein anderer Hersteller bisher bietet. Vor allem, man steckt es einfach rein und das war's. Und wenn wir hier sehen, gibt es hier eben diesen Digital Input Output Port, der dann an die Docking Station sich anschließt und die Daten dann übermittelt. Ich glaube, das von Asus.